Rund 50 Gemälde, die vor den Bomben und der Zerstörung des Krieges in der Ukraine gerettet werden konnten, sind in einer Ausstellung in Madrid zu sehen. Im Auge des Sturms, Avantgarde in der Ukraine 1900 bis 1930 heißt die Schau im Thyssen-Bornemisza-Museum. Die Bilder konnten vor knapp 2 Wochen unter gefährlichen Umständen mit einem Spezialkonvoi von Kiew nach Spanien gebracht werden. Die Lastwagenfahrer hätten von einem Bombenhagel über der gesamten Ukraine berichtet, sagt Marina Drobotyuk, Kuratorin am ukrainischen Nationalmuseum. In der Nähe von Lviv, an der Grenze zu Polen, hätten sie sogar Raketen gesehen. Viele der geretteten Kunstwerke waren noch nie außerhalb der Ukraine zu sehen. Mit der Ausstellung wolle man die Kultur eines Landes würdigen, die durch den russischen Expansionismus bedroht werde, sagt die spanische Museumsdirektorin. Putin will nicht nur das Territorium der Ukraine erobern, sondern auch ihre Geschichte kontrollieren. Kultur und Kunst spielen dabei eine sehr wichtige Rolle. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky unterstrich in einem Video, das bei der Ausstellung zur Eröffnung ausgestrahlt wurde, dass Kultur im Krieg gegen den russischen Aggressor eine wichtige Rolle spiele. Die chronologisch aufgebaute Schau umfasst die Werke der wichtigsten Vertreter der ukrainischen Avantgarde. Sie ist noch bis zum 30. April kommenden Jahres in Madrid zu sehen.